Ja, hallo. Ähm, also die Sachen, die ich in diesem Vortrag erzähle, die sind so ein bisschen äh, aus meiner Arbeit für die Data Working Group, äh, kommt das so ein bisschen in der Data, die Data Working Group ist so eine Arbeitsgruppe bei der USMF, die sich besonders so mit der Bekämpfung von Vandalismus und irgendwelchen Edit Wars und so weiter, oder nicht mit der Bekämpfung, sondern mit, dem, mit der Reaktion auf solche Vorfälle beschäftigt. Das heißt, wir haben öfter, stehen öfter vor dem Problem, ja, da hat irgendjemand Mist gebaut und wir müssen das irgendwie wieder beheben oder... Wieder hinbiegen. Ähm, dafür habe ich schon eine ganze Menge Skripte geschrieben und im Laufe der Zeit verschiedene Sachen ausprobiert. Aber das wird auch nicht leichter und das muss auch langfristig was werden, was, sage ich mal, mehr äh, in die Hände der Community gelegt wird. Ja, das kann nicht sein, dass irgendwie da irgendwie so drei Hansels oder vier Hansels sich darum kümmern, denen alles aufzuräumen, was, was so an Mist gemacht wird. Und es funktioniert auch schon zum Teil. Also viele kleinere Sachen werden tatsächlich auch von der Community selber behoben. Und die einfachste Möglichkeit, wenn irgendwo was kaputt ist, ist natürlich, gehen editor und repariere es einfach. Aber äh, ja, das, das wird hoffentlich in der Zukunft noch besser. Ich erzähle hier ein paar Sachen. Allerdings, das, was ich erzähle, ist jetzt schon relativ technisch. Dem weniger versierten Community-Mitglied wird das nichts helfen. Ich hoffe aber, dass vielleicht auch einige von euch, die in irgendeiner Weise an der Toolentwicklung beteiligt sind, in Zukunft da mal das ein oder andere äh, mithelfen, um diese Prozesse einfacher zu gestalten. Also, ähm, das die, der typische, die typische. Art, wie in OpenStreetMap editiert wird, ist, Leute editieren irgendwas, laden dann ihre Änderungen en Block hoch in einem sogenannten Change Set. Dieses Change Set ist einfach eine Gruppe von Änderungen. Das kann eine einzige Änderung umfassen, das könnten aber auch äh, bis zu 50.000 Änderungen sein in einem Change Set. Und normalerweise wird dann ein, äh, ein Kommentar dazu geschrieben. Ich habe hier mal so ein Beispiel, man kann also auf der OpenStreetMap Webseite unter Slash User Slash und dann der Name vom User slash History, da kann man sehen, was hat ein bestimmter User zuletzt gemacht. Ich habe mal als Beispiel diesen Liam 123, weil das ein bekannter Vandale ist, der vor drei Jahren und oder vor zwei Jahren so also ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat. Ähm, dann sieht man also hier so die Rechtecke von den Change Sets, die der bearbeitet hat. Das ist meistens relativ nutzlos, weil wenn einer auf der ganzen Welt was verarbeitet hat, bearbeitet hat, also oder einen Node in Brasilien und einen Node irgendwie äh, in St. Petersburg, dann hat man halt gleich so ein riesen Rechteck und so. Das ist aber gut. In dem Fall war der relativ lokal unterwegs. Und da sieht man also, okay, dieser User hat in der Vergangenheit folgende Edits hier hochgeladen. Dann muss man auch immer so einen kleinen Kommentar dazu angeben. Der hat halt hier keinen Kommentar angegeben. Bei echten Vandalen ist es oft auch so, dass sie absichtlich irreführende Kommentare angeben, dass die halt als Kommentar hinschreiben, was weiß ich, äh, Kirchturm verbessert und stattdessen haben sie halt irgendwie 20.000 Notes gelöscht. Oh. Es gibt auch viele Leute, die aus Versehen irgendwie da was Falsches reinschreiben, weil ihr Editor einfach noch das zuletzt benutzte anzeigt oder sowas. Also diese verlässt diese Kommentare sind nicht unbedingt verlässlich, aber bei einem bei einem, sag ich mal bei einem ordentlichen äh, Community-Mitglied, bei der seine Arbeit sauber macht, würde halt ja auch ungefähr drinstehen, was er gemacht hat. Wenn man sich jetzt so ein Changeset genau anschaut, kann man also auch über das Webinterface, dann äh, kriegt man hier so, zoomt das hier rein auf das jeweilige Rechteck, zeigt einem nochmal an hier, was der Kommentar ist und dann gibt es Changeset-Tags, also typischerweise steht, hat so ein Changeset ein Created-By-Tag, wo, wo man sehen kann, was für ein Editor war das, mit dem das gemacht worden ist und dann gibt es hier so eine Übersicht, okay, was hat der alles geändert, was hat der gelöscht innerhalb, innerhalb von diesem Changeset. Es ist allerdings immer noch, ich meine, man sieht hier nur, okay, zum Beispiel mal als Beispiel, ja, hier Finchley Avenue, Version 2, das heißt, okay, ich, ich kann sehen, der hat da so ein Way verändert, der hieß Finchley Avenue, aber was er da genau gemacht hat, äh, hat der Text hinzugefügt, hat der Text gelöscht, hat er den Namen verändert oder das, das kann man an dieser Übersicht nicht unbedingt sehen. Intern im äh, XML sieht ein Change Set so aus also man ich kann wenn ich die ID von einem bestimmten Change-Set habe kann ich das mir von äh, von der API runterladen und dann ist das ein sogenanntes OSM Change Dokument also ein XML-File äh, das hat verschiedene solche Blöcke die können heißen Create oder Modify oder Delete und da drin ist dann so dieses relativ bekannte OSM XML ich dann halt sehen kann okay da hat hier Objekte erzeugt der hat Objekte verändert wenn er ein Objekt verändert im Modify dann sehe ich äh, da drin halt äh, den äh, dann sehe ich da drin die neue Version, nicht die alte Version, nur die neue Version. Wenn er was löscht, dann sehe ich halt nur die ID von dem Objekt, die er gelöscht hat. So sieht so ein Changeset XML aus. Der Grundgedanke, wenn ich jetzt was revertieren will, wenn ich jetzt ein Changeset sehe, was jemand gemacht hat und ich denke, das war aber falsch, das müssen wir komplett revertieren, dann ist der Grundgedanke immer, zu jedem Changeset gibt es ein Anti-Change-Set. Und ich muss eigentlich nur für dieses bestimmte Chainset, was ich jetzt hier vor mir habe, das Anti-Chainset ermitteln und dann kann ich das hochladen und dann ist damit die Änderung behoben. Ja? Also das kann natürlich, in diesem Fall ist es ganz einfach. Hier hat einer ein Chainset, in dem wurde ein einzelner Node erzeugt und das Anti-Chainset dazu heißt dann eben einfach Delete diesen Node und dann ist er wieder weg und alles ist gut. Aber das ist natürlich jetzt hier ein sehr, sehr simpler Fall. Also das, und das ist tatsächlich auch so, wenn jetzt irgendjemand irgendwo einfach 20.000 Nodes hochlädt aus irgendeinem Import ähm, und man will die wieder löschen, dann ist das sehr einfach, die alle zu löschen. Dann braucht man wirklich nur das Change-Set runterzuladen oder einen entsprechenden Revert-Tool. Aber es gibt halt auch noch eine ganze Menge ähm, Problemfälle. Ähm, dieses dieses äh, Anti-Change-Set lässt sich nicht immer so ganz simpel bestimmen. Um das vernünftig zu machen, um vernünftig zu wissen, welche Aktion ist notwendig, um eine bestimmte Aktion eines Users rückgängig zu machen, muss ich wissen, wie sah das Objekt aus, bevor er es geändert hat, wie sah das Objekt aus, nachdem er es geändert hat und auch, wie sieht das Objekt heute aus. Ja, nur, also diese drei Informationen brauche ich, um ein vernünftiges Anti-Change-Set zu bestimmen. Ähm, insbesondere dann... Wenn das heutige Objekt und das geänderte, das von dem Benutzer geänderte Objekt nicht mehr identisch sind, sprich, wenn der vor zwei Wochen irgendwelchen Mist gemacht hat und mittlerweile hat das Objekt schon jemand anders nochmal angefasst und in irgendeiner Weise verändert, äh, dann wird es natürlich immer schwieriger, weil ich dann unter Umständen, also mal angenommen, jemand hat, äh, Jemand hat eine Straße gelöscht aus, äh, aus, aus den Daten und hat dabei eine Relation verändert, sagen wir mal eine Buslinie. Da ist eine lange Buslinie irgendwo gemappt, die besteht aus 200 Wegsegmenten und derjenige, der die Straße gelöscht hat, der hat jetzt dieses das eine Stück aus der Buslinie rausgelöscht. Ähm, wenn ich jetzt... Mittlerweile hat aber an fünf anderen Stellen irgendjemand diese Buslinie korrigiert, weil wegen einer Umleitung der Bus jetzt die nächsten drei Monate anders fährt. Wenn ich jetzt hingehe und um diesen Vandalismus oder dieses Problem zu beheben, einfach, äh die damalige Version von der Relation wiederherstelle, dann habe ich ja alle anderen Verbesserungen überschrieben, die in der Zwischenzeit gemacht wurden. Das heißt, das reicht nicht. Ich muss also, ich muss diese einzelne Änderung versuchen, zurück zu operieren in den, also ich muss praktisch feststellen, was ist der Unterschied zwischen dem Objekt vor der Änderung und dem Objekt nach der Änderung, daraus einen Reverse Patch machen und den auf das heutige Objekt anwenden. Und das kann unter Umständen ziemlich frickelig sein. Ähm, Grundsätzlich, die Bestimmung eines solchen Anti-Change-Sets sieht allgemein so aus, ähm, ich muss zuerst alle gelöschten Nodes, alle gelöschten Ways, alle gelöschten Relations wiederherstellen, die in dem Ursprungs-Change-Set gelöscht worden sind. Die Reihenfolge ist wichtig, weil Angenommen mal, der hat einen Way gelöscht und seine 50 Nodes. Und ich würde jetzt erst versuchen, den Way wiederherzustellen. Dann würde das nicht gehen, weil dem Way ja seine Nodes fehlen. Ich muss also erst die Nodes wiederherstellen, dann die Ways, dann die Relations. Danach kann ich, wenn der irgendwelche Nodes, Ways, Relations verändert hat, die auf seinen ursprünglichen Stand. Auf ihren ursprünglichen Stand zurücksetzen. Und danach kann ich dann alle Relations, Ways und Nodes löschen, die der in seinem Changeset erstellt hat. Das ist so die typische Reihenfolge, die zu einem Minimum an Konflikten führt. Aber garantiert konfliktfrei ist das nicht, weil erstens mal, wenn, wie gesagt, wenn Objekte in der Zwischenzeit von anderen Leuten weiter verändert wurden, kann das meinen Revert beeinträchtigen. Außerdem lassen sich auch, wenn ich fies bin, ähm, Selbstbezügliche Relationen kreieren, die so kompliziert sind, dass ich sie gar nicht in einem Mal wieder löschen und zurückändern kann. Das passiert zum Glück relativ selten und ist, wenn, dann meistens ein Fehler und nicht ein besonders trickreicher Vandalismus. Aber das kommt bestimmt auch noch. Ähm, es gibt dabei eine ganze Menge Dinge zu beachten. Eine, Sachen, eine Sache sind sogenannte oder was ich so nenne, selbstrevertierende Change Sets. Wenn jemand, also wenn jemand im Rahmen einer längeren Editier-Session erst ein Objekt erzeugt und das später dann wieder löscht. Oder auch wenn er ein Objekt einfach nur dreimal verändert im Rahmen derselben Editier-Session. Wenn ich jetzt auf ganz primitive Weise zu diesem Change-Set das Anti-Change-Set bestimmen würde, dann würde mein Anti-Change-Set erst eine Operation enthalten, die das Objekt wieder herstellt, weil es ja gelöscht wurde, und dann später eine Operation, die das Objekt wieder löscht. Was natürlich völlig idiotisch ist. Und die Leute kommen dann zu mir und sagen, hm, Fried, du hast da ein komisches Changeset hochgeladen. Ja? Oder ähm, wenn der hier in seines Change Set das gleiche Objekt fünfmal verändert hat, und ich ohne nachzudenken, ein anti change set dazu kon konstruiere, dass da diese Änderung alle, alle fünf Schrittweise wieder zurücknimmt, ist natürlich auch doof. Ja? Das heißt, da muss man ziemlich viel Gehirnschmalz walten lassen, um das vernünftig machen zu können. Das Problem tritt insbesondere dann auf. Was auch bei der Data Working Group öfter passiert. Wir haben einen Vandalen, wir haben festgestellt, okay, der hat irgendwie Mitte März sich angemeldet und hat seitdem in 500 Change Sets irgendwie Mist hochgeladen und wir wollen die alle löschen. Ja, und dann heißt das, ich betrachte nicht ein einziges change -Set, sondern ich hole mir alle dessen Edits und versuche ein kombiniertes Anti-Change-Set zu allen seinen Edits zu erstellen. Und da kann das natürlich schon sein, dass der im Laufe der Tage durchaus mal ein Objekt erzeugt und später wieder gelöscht hat. Und insofern in ist natürlich keine Aktion notwendig. Das muss man dann erkennen. Ähm, Change-Sets, das Revertieren von Change-Sets ist auch dann besonders schwierig, wenn es halt. Ähm, wenn das Set, was ich revertieren will, selber in Bezug steht zu anderen Objekten, die von anderen Leuten äh, ähm, hochgeladen wurden oder verändert wurden. Zum Beispiel, ich habe einen Vandalen, der lädt allen möglichen Mist hoch. Jemand anders mappt eine Straße und aus irgendeinem Grund ähm, benutzt er dabei einen Node, den dieser Vandale hochgeladen hat, für, um seine Straße zu zeichnen. Ja? Später will ich alle Edits revertieren, die der Vandale gemacht hat. Dabei will ich auch diesen Node löschen, das klappt aber nicht, weil der Node inzwischen von einer fremden Straße benutzt wird. Dann ist die Frage: Natürlich kann ich ein Programm benutzen, was dann automatisch diesen Node trotzdem löscht und aus der Straße raushaut. Oder ich kann sogar ein Programm benutzen, was die ganze Straße raushaut, weil sie sagt, die hängt irgendwie mit diesem Vandalismus zusammen, aber vielleicht ist das ja dann auch übertrieben. Vielleicht ist die Straße ja völlig in Ordnung und ich muss diesen einen Node unangetastet lassen. Es gibt auch den Fall, dass jemand. Das heißt, ich, ich rede jetzt immer von Vandalen, aber wir haben auch sehr viele Leute, einfach Anfänger, die Fehler machen. Ja? Leute, was zum Beispiel oft passiert ist, jemand löscht einen Haufen Daten und man sagt denen dann, äh, hallo. Was ist da los? Und dann sagt er, oh sorry, ich dachte, das wäre jetzt nur, ich, ich wollte nur eine Karte für meine Hochzeit, wie man da zu der Veranst zum Veranstaltungsort kommt, ausdrucken. Ich wusste nicht, dass ich mit dem Editor äh, Änderungen hochlade, die nachher für alle gültig sind. Ich wollte auf meiner Karte diese fünf Sachen nicht mehr haben, dass ich die dadurch für alle lösche, das war mir gar nicht klar. Sowas kommt öfters vor. Also es sind nicht immer nur Vandalen. Ähm, was also auch oft passiert ist, jemand löscht was und ähm, in der Zwischenzeit ist es aber längst nicht wiederhergestellt, sondern von jemand anders, der diese Löschung gar nicht bemerkt hat. Irgendein neuer Mapper kommt in die Gegend und sagt, ach, ich trace hier mal fünf Häuser, ohne zu wissen, dass diese fünf Häuser gerade erst gestern von einem, von irgendjemand aus Versehen gelöscht wurden. Data Working Group wird darauf aufmerksam gemacht. Sie sagt, oh, wir müssen das alles wiederherstellen. Wir stellen alles wieder her. Und dann sind alle Häuser danach doppelt drin. Oder viele Häuser danach doppelt drin, weil jemand sie in der Zwischenzeit neu gezeichnet hat. Danke. Es gibt eine Anzahl von Tools, mit denen man die das revertieren einfacher machen oder zumindest einfacher für jemand, der sich damit ein bisschen auskennt. Das einfachste ist das Josm Reverter Plugin. Das Jossen Reverter Plugin kann ein komplettes Change Set vom Server laden und dann in Jossen die daraus die dafür benötigten undo Operationen erstellen. Das heißt so, als ob man die selber im Jossen eingegeben hätte und dann kann man danach auf Upload klicken und seine Sachen hochladen und dann äh, wird dadurch das Change Set revertiert. Das ist ziemlich cool, weil ich kann da mehrere Change set hintereinander äh, runterladen und dadurch sozusagen auch größere Mengen an Edits revertieren. Und ich kann sogar dann, wenn ich aber gar nicht das ganze ChangeSet revertieren möchte, sondern nur Teile davon, da hat Jossen ja die Fähigkeit, dass man einzelne Sachen auswählt und sagt, ich will jetzt nicht komplett upload machen, sondern nur die fünf Selected Objects uploaden. Und dann kann man also auch auf die Weise nur fünf Objekte revertieren. Das Problem, dass andere Leute mittlerweile diese Sachen bearbeitet haben könnten, das wird in dem Fall elegant gelöst durch Verwendung des sowieso vorhandenen JOSM-Konfliktlöse-Dialogs. Äh, -Konflikt, äh, ja, wenn ich mein revertiertes Change-Set hochlade, jemand anders hat aber ein Objekt inzwischen verändert oder das revertierende Change-Set löscht einen Node, der aber woanders benötigt wird, tralala, dann gibt es einen Konflikt und dann wird krie ich einen Konfliktmeldedialog angezeigt und dann kann ich mit den ganz normalen Tools in JOSM diesen Konflikt lösen, was unter Umständen kompliziert sein kann, wenn das ein sehr sehr komplexes Change Set ist. Aber wenn es nur einzelne Fälle sind, dann geht das ganz gut. Es gibt im SVN ein Tool, das heißt revert.pl. Das, das ist von mir geschrieben. Das ist halt ein per Skript, das Command Line mäßig aufgerufen wird. Da gibt man ein Change Set auf der Command Line an. Das errechnet dazu das Anti Change Set und lädt das hoch. Da sind aber selbstbezügliche Edits problematisch. Sowas, was ich vorhin erklärt habe, wenn einer ein Objekt anlegt und dann wieder löscht, das würde das nicht richtig merken. Und wenn es dabei Konflikte gibt beim Hochladen, dann hat das Programm dafür auch keine Lösung. Dann heißt es halt einfach hier, error der und der Way kann nicht hochgeladen werden und man muss das dann später selber korrigieren. Das kann also auch viel Arbeit sein es gibt noch ein Komplex-Revert.pl, das ist etwas cooler. Das kann, äh, da kann man eine sehr große menge von changesets sich vorher runterladen. kann die da alle reinschmeißen. und das macht dann diese analyse. das, das findet dann raus. okay. im rahmen dieser 500 changesets. ah da wurde ein objekt erzeugt und das wurde dann fünfmal geändert. ach und ganz zum schluss wurde es wieder gelöscht. also egal. dann brauche ich ja nichts zu machen. das ist relativ gut. hat aber auch keine konfliktlösung. ich muss jetzt noch Ganz schnell etwas sagen zu, diese lasse ich mal weg, äh, zu den Analyse-Tools, weil ähm, es ist ja nicht nur die Frage, wie rewerte ich ein Changeset, sondern auch mal, wie finde ich raus, welches Changeset ist überhaupt verantwortlich dafür, irgendein Problem verursacht zu haben. Jemand kommt und sagt, oh, hier ist alles komisch, und man muss rausfinden, was ist passiert. Da gibt es ein ziemlich gutes Programm, ein ziemlich gutes Tool, das heißt Who Did It, ähm, aus, von einem Kollegen also von Ilya Zverev aus Russland. Da kann man also reinzoomen auf eine Gegend und sieht dann solche eingezeichneten äh, Rechtecke und kann dann pro Rechteck, also pro so einer Kachel, sehen, was ist da in den letzten Wochen, welche Changesets haben tatsächlich in diesem Bereich was geändert, wie viele Sachen wurden gelöscht, wie viele Sachen wurden hinzugefügt, wie viele geändert. Auf die Weise kann man einigermaßen gut rausfinden, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh Gott, hier ist was kaputt, was ist denn eigentlich in dem speziellen Bereich zuletzt passiert? Und es gibt so ein Skript, das ist von mir neu, das ist aber noch im totalen Bastelzustand. Das heißt, es hat noch keinen Namen, deswegen heißt es Cool Name Goes Here. Ähm, das ist ein Skript, wo ich äh, entweder Change -Set IDs schon eingeben kann oder einen bestimmten Usernamen eingeben kann und sagen kann, ich will alles, was dieser User gemacht hat, in einer bestimmten Zeit. Ähm, dann lädt das mir die runter die change -Sets, die in Frage kommen und analysiert die change -Sets und sagt mir dann, okay, was hat der in diesen 500 Changesets von diesem User? Was ist da eigentlich passiert? Und dann kriege ich hier so eine Liste, die heißt, okay, er hat jetzt 22 mal ein Objekt modifiziert, davon hat er einmal ein Tag gechanged und 22 mal ein Tag namens Wikidata hinzugefügt und so weiter. Das ist alles noch in der in der Bastelphase, aber das ist auch so ein Tool, was aus der Data Working Group Arbeit kommt, wo es halt oft passiert, dass wir die Situation haben, da ist so ein User, der hat 500 Changesets hochgeladen und wir können, es ist sehr schwer überhaupt sich ein Bild da, davon zu machen, was hat der eigentlich gemacht in diesen 500 Changesets. Das äh, war im Wesentlichen mein Vortrag. Mein Fazit ist, äh, die Frage Hilfe, hier war doch mal was eingezeichnet, wer hat das gelöscht, ist immer noch nicht ganz leicht zu beantworten. Es gibt Tools, es ist besser geworden, es ist aber immer noch nicht perfekt. Alles lässt sich revertieren, aber je länger man wartet, je mehr Edits in der Zwischenzeit gemacht worden sind, desto komplizierter ist es und desto mehr Handarbeit wird auch erforderlich. Und besonders schwierig ist die Sache, wenn man jetzt gar nicht mehr einzelne ganze Changesets revertieren will, sondern vielleicht nur einzelne Objekte und sich die da Cherry picken will aus diesen Chains zu sagen, das, das, das muss revertiert werden. Und das ist auch meine Überleitung zu Rolands Vortrag, weil der Roland sich nämlich insbesondere zu diesem Thema mit Overpass was Cooles ausgedacht hat, wo er jetzt... Im Anschluss drüber reden wird. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch mal die zwei URLs von meinem Cool Name Goes Here Skript. Das ist komplett in JavaScript gemacht. Das heißt, deswegen gibt es auch keinen irgendwie GitHub sonst irgendwas Seite, weil da muss man sich einfach nur das JavaScript runterladen und dann tut das. Kann man sich den Source angucken, kann damit kann er dann rummäkeln. Irgendwann mache ich da auch ein richtiges Projekt draus und so. Wenn aber irgendjemand dazu irgendwelche damit irgendwas machen will oder sich daran beteiligen, meldet euch. Und das zweite ist hier diese, diese Revertskripte, die sind schon seit Jahren da unter diesem URL im SVN. Ja, <laughs> danke. Ja, vielen Dank, Frederik, für den interessanten Vortrag. Und äh, gibt es jetzt Fragen? Peter. Ich habe eine Frage zu dem Fall, wo du erklärt hast, dass es schwierig wird, wenn jemand schon manuell versucht hat, wieder Sachen einzutragen und du dann revertest und das eigentlich doppelt machst. Ob du da irgendwelche Tools hast, um diese Fälle festzustellen oder ob das alles manuelle Arbeit ist? Das ist leider alles manuelle Arbeit, da habe ich keine coolen Tools für. Also, ich versuche meistens dann, äh, also. Ich versuche, in, es ist in solchen Fällen manchmal möglich, zu, festzustellen, okay, jemand hat in dem, Gebäude, in dem Gebiet die Gebäude schon wieder eingezeichnet und dann kann ich sozusagen aus dem erzeugten Anti-Change-Set die Gebäude ausklammern und für, darauf verzichten, die wieder herzustellen. Aber das ist dann auch nur wirklich so eine Holzhammer-Methode. Ähm, wenn man mit einem Jossen arbeitet, kann man das natürlich ganz gut von Hand machen und von Hand diese einzelnen Gebäude dann ausschließen von der, von der Revertierung. Aber... Ja, Handarbeit leider. Eine Frage können wir, glaube ich, noch einnehmen. Meine Frage. Alles okay. <lacht> <lacht> Meine Frage bezieht sich darauf, und zwar, wenn sich jemand die History angucken würde, gibt es derzeit einen Fleck oder ähnliches, um rauszukriegen, ah, okay, hier hat irgendjemand revertiert. Weil die Grundidee, und das verstehe ich ja, ist ja, zu sagen, es müssen eigentlich auf mehr Leute aufgeteilt werden, weil die Data Working Group kann ja nicht alles machen. Ähm, ich weiß nicht. Derzeit ist es wahrscheinlich so, ihr habt einen Account und man könnte diesen Account rausrechnen und diese Edits als Reverts oder sowas markieren für sich selber. Weißt du was ich mal? Ja. Also, also wenn Statistiken machen würde einfach. Äh, es, es ist so, dass es hängt davon ab, was für ein Tool du benutzt, um das Revertieren zu machen. Wenn du diese Perl skripts benutzt zum Revertieren, dann setzen die irgendwie so ein. Äh, also dann siehst du im Change Set, in diesem Created By, dann siehst du, dass das Change Set von so einem Tool erzeugt worden ist. Ähm, wenn du mit Josm was revertierst, dann setzt der, glaube ich, das Reverter Plugin, glaube ich, auch so einen Kommentar in dem Change Set, an dem du sehen kannst, dass das Reverter Plugin da beteiligt war. Ähm, aber, so eine Konvention, dass man jetzt sagt, gut, lass uns das so machen, revertieren. Es wäre ja auch cool, wenn man ähm, wenn man dann einen numerischen Bezug zu dem revertierten Change -Set hätte, wenn man sagen könnte, dieses Change -Set ist ein Revert vom Change Set A, B und C, weil dann könnte irgendjemand theoretisch Tools schreiben, die das dann auch grafisch irgendwie anzeigen oder verlinken oder in irgendeiner Form. Das gibt es noch nicht, aber das wäre eine gute Idee, sich da mal eine Konvention wenigstens auszudenken, dass man so ein also man ein Change -Set kann ja beliebig viele Tags haben das heißt, man könnte da einfach äh, revert-off oder sowas erfinden und dann eine Komma getrennte Liste von Zahlen oder so. Es wäre eigentlich gut, man, man, man würde sich da mal was überlegen. Ja. Ähm, vom Hermann noch ja, eine Frage? Ja, die letzte Frage denke ich mal noch. Ne? Ja. Könnte man sich vorstellen, dass man äh, so ein Chainset auf der Webseite anlegt, während ein Changeset, also ein Anti-Changeset anlegt, während ein Changeset hochgeladen wird und man dem User so ein Zeitfenster von 10 Minuten gibt, um das zu benutzen, entweder es funktioniert, also wenn er denkt, ich habe einen riesen Fehler gemacht und, oder es ist nicht so gekommen, wie es wollte. Ähm Oder bzw man brauchen ja gar keinen Zeitfenster zu geben, sondern wenn es dann einen <laughs> sobald es einen Konflikt gibt, wird es dann sowieso abgebrochen, wenn es nicht mehr, wenn ein anderer schon wieder was anderes gemacht hätte. Also das, das könnte man machen. Fälle in denen Benutzer selber sagen: oh Gott, hier ist ein großer Fehler passiert, ich muss mein Cheset revertieren, ja, ist gar nicht so häufig. Meistens sind das eher andere, die sagen, hey, hier dir ist dann ein Fehler passiert. Ähm, aber ähm, im Grunde ist das, was du sagst, äh, dafür bräuchte man keinen extra Mechanismus, weil wenn du jetzt dein eigenes Change Sets mit dem Jossen mit dem Reverter Plugin revertierst. Ja, dann passiert genau das, wenn es so, sofern noch keine anderen Änderungen gemacht worden sind, die damit in Konflikt treten, geht es ganz clean durch. Du kannst es einfach revertieren und es funktioniert alles. Es lädt hoch, es gibt keine Konflikte und so weiter. Und wenn es zu Konflikten kommt, dann weißt du, okay, ähm, jemand anders hat inzwischen was gemacht. Das heißt, man muss das nicht im Vorfeld vorbereiten, dieses revert, dieses äh, ja Anti-Change Set. Ja, die soll es, die soll es geben, ja. Ähm, theoretisch könnte man sowas auch per Klick auf einem auf einem Webservice machen. Also dazu braucht es dazu bräuchte es nur einen Programmierer, der ein bisschen JavaScript kann, der Lust hat sich dieser Sache mal anzunehmen und dann könnte man einen Webservice machen äh, revert any plugin with one mouse click. Ähm, das könnte sich dann über Open äh, über OAuth sozusagen die Autorisierung vom Josm server vom API holen. Ich, ich, ich äh, ähm, gehe jetzt zu weit ins Detail. Also es wäre möglich, sowas zu machen. Ich weiß aber nicht, also es gibt sowas auch noch nicht.